Schalümchen, das da ist meine Bettfrisur, ne? Ich habe ja ein kleines Video hochgeladen, ja, das hat schon knapp 1000 Views und da geht es ja, ja, den Butterberg und andere Dinge. Jetzt habe ich mir überlegt, ne, wenn genug Leute sagen, da könnten wir mal drüber reden. Dann wäre ich bereit, zu dem Thema heute Abend eventuell ein Hangout zu machen. Jetzt müsste ich da natürlich erstmal Feedback haben, ob sich der ganze Aufwand auch lohnt, ne? Nicht, dass jetzt nur das falsche Publikum kommt, ne? Wie viele Flüchtlinge kann Deutschland wirtschaftlich vertragen, ne? Also ich sag mal, eine ganze Menge, ne? Wenn ich mir die Kommentare anlese, scheine ich da auch nicht ganz alleine zu sein, ne? Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, ne? Ich habe zum Beispiel beim Hitlerjungen Dennis schon gesehen, der ist ja auch schon seit 2 Stunden wieder für die Rechte der Deutschen am Kämpfen. Fanny Green, ne, hat geschrieben, im Osten war doch alles viel besser, ne? Früher, die waren auch wirtschaftlich gar nicht bankrott, ne? Gar nicht, ne? Das war ein richtig super Staat, ne? Deswegen wollten die auch alle nach uns rüber, ne? Ist klar. Weil es da so Bombe lief, ne? Ja, was haben wir gekriegt? Eine drogensüchtige Hellseherin, ja, und Mopedfahrer ohne Beine, ne? Und andere Gelumpe, ne? So, wie gesagt, wir reden da gern mal drüber. Wenn ihr Lust und Laune habt, schreibt einen Kommentar darüber. Und wenn ich Bock hab, könnte ich mir vorstellen, stelle ich mir gleich mal ein Bierchen kalt, ne? Und dann kann das ein lustiger Abend werden, ne? Und ich hab, oh, warte mal, ich hab der Ulf. Ulf, ich hab gesehen, du bist wieder Abrissbirne, ne? Immer tüchtig 10W40, ne? Damit es in der Gelenke nicht quietscht, ne? Tschüss.